Magst du es, deinem Essen ein wenig Pep zu verleihen? Wenn ja, werden deine Geschmacksnerven das hier lieben. Chili ist ein weit verbreitetes Gewürz in einer Vielzahl von Gerichten. Abgesehen davon, dass es eine zusätzliche Schärfe verleiht, hat es mehrere Vorteile, wenn du dein Essen würzt. Während manche Menschen die sengende Hitze und die Chilis vertragen, rennen andere zum Kühlschrank und schnappen sich einen Milchkarton. Wenn letzteres bei dir der Fall ist, solltest du dich von Carolina Reapers fernhalten. Das Wichtigste zuerst, was ist ein Carolina Reaper? Die extrem feurige Carolina Reaper Chilischote stammt von der chinesischen Pflanzenart Capsicum. Seinen Namen hat er von seinem winzigen scharfen Schwanz, der an die Sichel eines Sensenmanns erinnert. Schon eine kleine Menge dieses scharfen Pfeffers hat eine große Wirkung. Der Carolina Reaper ist mit einer Breite von 1-2 cm und einer Länge von 2-3 cm eher zierlich. Manche Reaper-Pfefferschoten haben Klumpen auf der ganzen Schale, während andere Schoten eine glattere Haut haben. Der Carolina Reaper ist zwar als die schärfste Chilischote der Welt bekannt, aber er hat auch eine unerwartete Süße. Das macht ihn perfekt, um die Schärfe in deinen Mahlzeiten zu verstärken, oder? Nun, das hängt davon ab, wie viel Schärfe du verträgst. Diejenigen, die es probiert haben, vergleichen den Verzehr einer Carolina Reaper oft mit dem Schlucken von Lava. Er gibt deiner Zunge eine fruchtig-süße Note, bevor die Schärfe einsetzt. Ein einziger Pfeffer reicht aus, um hunderte von Mahlzeiten zu würzen. Obwohl sie so intensiv ist, nimmt Carolina Reaper dem ursprünglichen Gericht nicht den Geschmack. Was ist also so besonders an der Carolina Reaper? Die Carolina Reaper ist alles andere als gewöhnlich. Er wurde speziell für die Schärfe entwickelt. Der Scoville-Wert des Carolina Reapers ist so hoch, dass er in den letzten 10 Jahren zweimal andere Paprika übertraf. Laut dem Guinness-Buch der Rekorde ist er der schärfste Pfeffer der Welt, der so scharf ist, dass er bei Berührung Verbrennung verursacht. Es ist also überflüssig zu erwähnen, dass man mit dem Pfeffer vorsichtig umgehen sollte. Die Schärfe der Reaper reicht von 1,4 Millionen Scoville-Einheiten bis zu 2,2 Millionen Scoville-Einheiten und ist damit die schärfste Chilischote der Welt. Klingt bizarr? Nun, mit diesen Zahlen ist die Carolina Reaper bis zu 880 mal schärfer als die normale Jalapeno-Paprika, die einen Wert von etwa 5000 hat. Wenn du ein Carolina Reaper isst, kann es sein, dass du spürst, wie dir der Schweiß in Strömen die Stirn herunterläuft. Dein Körper wird versuchen, das brennende Gefühl zu vertreiben, indem er zusätzlich zur Abkühlung die Produktion von Speichel, Schleim und Tränen erhöht. Sobald du den Pfeffer verschluckst, kann er weitere Schmerzrezeptoren in deiner Membran aktivieren und ein brennendes Gefühl in deiner Brust verursachen. Das ist nicht dasselbe wie Sodbrennen, aber es kann sich ähnlich anfühlen. Das Gefühl ist jedoch nur vorübergehend und verbrennt dich nicht wirklich. Die Hitze von Carolina Reapers wirkt sich auch auf deine Lungen aus und verursacht Schluckauf, wenn sie in den Magen wandert. Wenn Capsaicin den Magen erreicht, stimuliert es die Bildung von Magenschleim und beschleunigt den Stoffwechsel. Es kann sein, dass du Schmerzen oder Krämpfe bekommst, wenn dein Magen mit der Verdauung der Chilis kämpft, aber es schadet dir nicht. Außerdem löst Capsaicin eine Reaktion im Darm aus, die den Verdauungsprozess beschleunigt. Das kann von Vorteil sein, wenn du etwas zu dir nimmst, das länger braucht, um verdaut zu werden, aber es kann auch dazu führen, dass die Verdauung ein bisschen zu schnell geht. Wie sicher ist es also, die schärfste Chilischote der Welt zu essen? Superscharfe Paprikaschoten wie der Carolina Reaper sind sehr sicher. Der Verzehr von scharfen Paprikaschoten hat sogar eine Menge gesundheitlicher Vorteile. Zum einen verbessern sie nachweislich die Gesundheit deines Herzens und verringern dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Es gibt auch Hinweise darauf, dass sie Diabetes und bestimmte Krebsarten vorbeugen können. Der teuflische Reaper kann allerdings großen Schaden anrichten, wenn er in großen Mengen gegessen wird. Du müsstest ihn so lange essen, bis du schwitzt, zitterst, dich erbrichst und vielleicht ohnmächtig wirst. Wenn du in der Küche mit dem Reaper arbeitest, solltest du zu deiner Sicherheit und deinem Komfort Handschuhe tragen. Was auch immer du tust, berühre nicht deine Augen, wenn du mit dem Carolina Reaper kochst. Zumindest nicht, bis du deine Hände vollständig gereinigt hast. Möchtest du jetzt noch wissen, was mit dir passiert, wenn du jeden Tag eine Kiwi isst, dann schau dir unbedingt das Video an, welches wir dir an dieser Stelle verlinken. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.